So, jetzt wollen wir noch mal ganz schnell so ein paar Basen einschieben nach Arrhenius, einfach die ganzen Hydroxide und damit wir einfach mal ein paar Basen haben, mit denen wir dann auch ein paar Neutralisationsreaktionen machen können, mit denen wir dann Salze herstellen. Das machen wir vielleicht auch noch gleich und dann werden wir sehen, hoffentlich, dass das alles nicht so wild ist. Und dann kommen wir dann auch bald zum Ende. So, wir hatten ja vorher die Säuren, das waren quasi die Nichtmetalle, die waren hier drüben. Und oh Wunder, die Basen, die entstehen in der Regel aus den. Ups. Muss ich hier drüber? Habe ich das Aluminium vergessen? Ihr seht jetzt schon so ein bisschen, hier wird das so abgetrennt. Aber ich lasse sie mal außen vor. Also für das, was uns interessiert, reichen im Prinzip selbst Lithium, Beryllium sind eher selten. Aber was man quasi kennen sollte, sind Natrium, Magnesium, Kalium, Calcium und Aluminium. Ja? Und das ist auch richtig schön einfach mit denen, weil diese Metalle, ne, also das sind alles, diese Hydroxide entstehen in der Regel aus Metallen. Und die, ne, wir hatten Nichtmetalle, Säuren, Metalle, Basen, zumindest nach Arrhenius. Ja, also quasi die erste und einfachste Säure-Base-Theorie. Genau, jetzt wollen wir nochmal kurz einfach die Herstellung von Natriumhydroxid angucken. Und dann, was man sich noch merken sollte, ist immer, die haben so viele Hydroxide wie die Hauptgruppe, in der sie stehen. Also das heißt, die in der ersten Hauptgruppe, Natrium, Kalium, haben ein Hydroxid, Magnesium, Calcium 2 und Aluminium, das in der dritten Hauptgruppe steht, hat entsprechend 3. Ja? So, das erstmal vorneweg. Und jetzt bilden wir uns das Hydroxid, das Natriumhydroxid. Und ich weiß nicht, ob ihr dieses Experiment gemacht habt, aber wenn man elementares Natrium, also das Metall, so wie es im Periodensystem steht, in Wasser schmeißt, ja, einfach Natrium, Oxidationszahl 0, wie es im Ding steht, und das Ganze schmeißt man in Wasser. Dann entsteht direkt Natriumhydroxid oder Natronlauge. Und diese Natronlauge, ihr seht schon, wenn man das jetzt nachguckt, dann wichtig ist es hier auch, wie waren die Oxidationszahlen hier? Ne? Plus 1, minus 2. Und hier ist sie dann eben plus 1, minus 2, plus 1. Jetzt fehlt hier aber noch was. Ja, man kann quasi auch schon in dem Sinne nachgucken, weil wir haben jetzt hier plus 1 und 0. Haben quasi vom Natrium 1 abgegeben. Ja. Das heißt, irgendwo muss das Elektron ja hin sein, weil hier, da haben sich die Oxidationszahlen nicht verändert. Und wo das eben hingeht, ist eben Wasserstoff, wird gebildet, das dann wieder 0 ist. Ja, das ist quasi von plus 1 zu 0 wieder reduziert worden, ja, während das Natrium oxidiert wurde. Und wenn man das Natrium da reinschmeißt, dann brennt halt dieser Wasserstoff auch wieder ab zu Wasser mit dem Luftsauerstoff. Das sieht man dann schön. Und wenn man jetzt hier mal reinguckt, das ist irgendwie noch nicht ausgeglichen, weil wir haben hier irgendwie 3 Hs. Ja. Und hier haben wir nur 2. Ja. Und wie wir das ändern, mal kurz selbst überlegen. Naja, wenn es hier 3 sind und dann machen wir erstmal hier eine 2 hin. Da haben wir 4. Machen wir hier eine 2 hin und da eine 2 hin. Passt es jetzt? Jetzt passt es, oder? Also wir haben jetzt hier 2 Natrium
Dann haben wir 4 Wasser, 1, 2, 3, 4, gut, und 2 Sauerstoff, passt. So, jetzt haben wir es wieder ausgeglichen. Das ist quasi die Herstellung von Natriumhydroxid. Und wie ich schon gesagt habe, gibt es noch Kaliumhydroxid. Das wird absolut gleich hergestellt. Und die Reaktion, die da abläuft, ist genau dieselbe. Bei den anderen ist es ein bisschen komplizierter. Ne? Die zweite Hauptgruppe ist Magnesiumhydroxid und das ist eben zweimal. Ne? Die 2 bezieht sich auf die Klammer. Was in der Klammer steht, ist eben dann zweimal da. Und dann haben wir noch unser Wert ist, was hatten wir noch? Calcium ist auch in der zweiten Hauptgruppe und hat dementsprechend auch 2. Und dann haben wir noch Aluminiumhydroxid. Und das hat eben 3. Und das kann man sich wirklich, wie die aussehen, ist nicht besonders kompliziert. Ja, ist einfach ein Calcium, wo 2 OHs dranhängen. Und ja, also das ist nicht besonders interessant oder kompliziert. Das sind einfach OH-Gruppen, die dann jeweils da dranhängen. Und das sind eben Basen nach Arrhenius. Der Arrhenius hat ja gesagt, Basen zeichnen sich daran aus, dass sie OHs abgeben. Ja. In dem anderen Video habe ich bereits erwähnt, bei der Säurestärke, dass quasi Säuren, wenn sie dissoziieren, Basen erzeugen und umgedreht. Ja. Das gilt halt auch für diese hier. Genau, und jetzt wollen wir vielleicht noch ein paar Neutralisationsreaktionen machen und ein paar Salze herstellen. Ne? Und das machen wir jetzt einfach. So, nehmen wir mal 2 verschiedene Farben. Ne? Wir machen einfach mal jetzt die Standard-Neutralisationsreaktion. Nee, das war sie nicht. Salzsäure in Verbindung mit Natronlauge erzeugt eben wundervollerweise unser Kochsalz und dann bleibt noch was übrig, was neutral ist und das ist unser Wasser. Das ist unsere Neutralisationsreaktion. Also das heißt, wenn man eine Säure und eine Base zusammenschmeißt, ja, dann reagieren die zu einem Salz, ne? Natriumchlorid, eine ionische Verbindung, und Wasser. Ja, und das ist es im Prinzip auch schon. Und das kann man jetzt, also die einfachste ist halt diese hier, das einzige Wichtige ist, dass man im Hinterkopf immer behält, dass die Sachen dann ausgeglichen sein müssen. Also wenn ihr zum Beispiel Aluminiumhydroxid, was halt 3 OHs hat, und das, was heißt eine Säure, nehmen wir mal Schwefelsäure, damit es, ne? H2SO4 Schwefelsäure. Und diese soll dann, ne, irgendwas bilden, nämlich unser Aluminium. Ja, also unser Aluminiumsulfat. Und dann soll da hinten irgendwie Wasser entstehen. So, das Problem jetzt hier, wie ihr seht, ist einfach, das auszugleichen. Ja? Man sieht schon, dass quasi aus jedem OH, oder vielleicht zeigen wir es hier vorne, hier mit jedem OH und H gehen zusammen und bildet genau ein Wasser. Das heißt, ein H von der
von der Säure und ein OH von der Base geben zusammen ein Wasser. Und hier haben wir eben 3 und hier nur 2. Das heißt, das geht nicht auf. Vereinfacht ausgedrückt. Und deswegen muss man das ausgleichen. Und wie man das ausgleicht, ist eigentlich relativ einfach. Man sucht den gemeinsamen Nenner. Ja? Und der gemeinsame Nenner von 3 und 2, wenn man ein bisschen Bruchrechnung gemacht hat, weiß man, das ist nun mal 6. Und das heißt, ich muss das mal 2 nehmen und das hier vorne mal 3 nehmen. Und dann entstehen eben 6 Wasser. Ne? 6 Wasser. Und da haben wir schon mal das Wasser geklärt. Und jetzt, was wir auch noch immer im Hinterkopf haben müssen, ist, dass das so häufig negativ geladen ist, wie wir H's haben, und das so häufig positiv geladen ist, wie das OH-Gruppen hat. Und vereinfacht ausgedrückt, muss man da auch wieder den gemeinsamen Nenner finden. Das haben wir aber ja im Prinzip schon jetzt einmal gemacht. Und deswegen sind es eben 2Al und dann SO43. Ne? Weil eben das hier ist dreifach positiv und 4 ist eben zweifach negativ. Und dann gehen eben 3 davon, was dann 6 negative sind, und 2 davon, was 6 positive sind, bilden dann genau unser Aluminiumsulfat. Ne? Das ist so, kurz die Zahlen nochmal hinschreiben, 2 und 3. Ja, und so bildet sich das dann. Also das sind die Neutralisationsreaktionen, das ist einfach dann nur Stöchiometrie. Aber im Endeffekt bilden sich dann immer Salze, die dann neutral sind, und eben Wasser. Das ist die Neutralisationsreaktion. Und in dem anderen Video hatte ich dann darüber geredet, wie starke Säuren das schwächere die schwächere Säure oder vielmehr das Gegenion der schwächeren Säure aus dem Salz verdrängt. Ne? Und dazu muss man natürlich vorher irgendwie mal so eine Neutralisationsreaktion gesehen haben. So, das habe ich jetzt hier mit nachgereicht. Und das war's. Und jetzt dann kommen wir dann im nächsten Video zum letzten Video in dieser Reihe. Es sei denn, es kommen dann nochmal Fragen auf. Wo ich dann eben die Vergleiche zwischen Arrhenius, Bronsted und Lewis, die 3 Basentheorien, Säurebasentheorien, die es gibt, beschreiben möchte. Gut, bis denne.